Sehen Sie jetzt aus Ihrer Sicht die klimatische Veränderung, aber würde man denn einen positiven Effekt erwarten können, wenn man statt der Wiesenfläche, wie sie jetzt existiert, da zum Beispiel einen Baumbestand anlegen würde, also kräftig Bäume anpflanzt? Da hat sie ja gesagt, würde die Verdunstung dadurch verbessert werden, könnte man da eventuell auch eine Randbebauung oder sowas kompensieren oder den Effekt abschwächen. Also Baumbestand hat eine höhere Verdunstung. Sie haben vor allen Dingen, also wenn wir mal von potenzieller Verdunstung reden, dann meinen wir immer eine Grasfläche oder irgendwie eine offene Wasserfläche. Wir haben zum Beispiel eine große Landfläche in unserem Einzugsgebiet, das ist der Spreewald, der verdunstet mehr als 100%. Da fließt also durch die Spree mehr Wasser rein als raus. Einfach weil wir genug Wasser zur Verfügung stellen. Insofern kann man irgendwie lokal natürlich auch mit einer Baumaßnahme das so regeln, dass irgendwie alles, was an Wasser kommt, man lokal auch wieder genau in diesen Verdunstungsprozess überführt, indem man das mit Bäumen oder mit einer Fassadenbegrünung kombiniert. Ich würde da jetzt nicht in dem Fall widersprechen wollen, aber in der Regel findet das nicht statt. Und es liegt auch oft daran, dass zum Beispiel Versickerung irgendwie einfach als Versickerungsanlage, als Regolenversickerung geplant wird. Man haut alles einfach nur ins Grundwasser, also ohne dass es dann halt einfach wieder in den natürlichen Wasserkreislauf überführt wird. Dann ist ja die große Überschrift von Frau Lüscher aktuell Klimaanpassungsbau. Das war ja quasi so das IBA-Konzept, wo der Mitmacheffekt von Bürgern quasi nicht ausgeführt worden ist, aber sehr wohl der Effekt sozusagen der Abfallentsorgung, Chemieindustrie, die gläubig werden wollte, also in Form von Styroporanwendungen. Parallel dazu hat es aber eine sehr interessante experimentale Pflanzung, Berechnung gegeben, wo quasi sozusagen Savannenlandschaft, das ist natürlich auch die hochpreisigste aller Wohnumgebungen, wenn man dann Aufwertung machen will, wo das sozusagen vom Bundesministerium als Zukunftsstadtlandschaft in Zeiten sozusagen der globalen Erwärmung, also wir holen die Savanne zu uns, was ist davon zu halten? Klimaanpassung, wir haben ja diesen Step Klima, also so, wenn es immer darum geht, möglichst viel Styropor irgendwo dran zu kleben, das halte ich jetzt für Blödsinn. Das sind Energieeffizienzmaßnahmen, das steht für mich auf einem anderen Schirm. Muss man aber den Styropor machen, so wie es in den Vorschriften abgelegt ist. Ja, wenn es darum geht, im Step Klima sind ja auch viele Grünflächenmaßnahmen irgendwie mit drin, dann ist das eine Anpassungsstrategie, die wiederum in die richtige Richtung führt. Jetzt muss man sich aber angucken, findet das denn in der Realität statt? Also im Prinzip sind das im Moment, schaffen wir es leider noch nicht mal irgendwie die zunehmenden Flächeninanspruchnahme zu kompensieren über solche Strategien. Ich wünsche mir da, dass da ein bisschen mehr dann auch passiert, als außer dass man dann halt eben einfach nur einen Plan macht. Aber die Sensibilität ist in jedem Fall im Moment erstmal geweckt. Am Tempelhofer Feld muss man gucken, ob man sowas dann irgendwie stärker durchsetzen könnte. Also da bitte Sie darum, einfach dann eben auch darauf zu achten. Also auch jetzt ist die Situation sicherlich auch schon verbesserbar, das, was man hat. Aber wenn es gerade um das geht, irgendwie den Ist-Bestand, den wir haben. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir leider irgendwie die Flächeninanspruchnahme derzeit bei weitem nicht kompensieren in Bezug auf Klimaanpassung. Und auf Gewerbeflächen, habe ich doch gezeigt. Gut, auf Gewerbeflächen ist der Grünanteil immer der geringste. Okay, ich habe mal eine Frage. Und zwar, wir reden jetzt über klimatisch, über die Verdunstung und den Highland-Effekt. Wir haben aber auch ein Thema auf dem Flughafengelände, das ist das Thema Wind. Wir haben sowohl bodennahe Winde, als auch Winde, die dort entstehen und in höheren Sphären aufsteigen, die auch mit Verdunsten natürlich einhergehen, aber eben über den Temperaturunterschied zum Umland. Wenn wir jetzt versuchen, diesen Urbanit-Island-Effekt zu reduzieren, dass die Temperatur an das Umfeld angeglichen wird, werden wir weniger Wind haben. Richtig? Das heißt, die Durchlüftung der angrenzenden Gebiete, auch für die gesamtstadtklimatischen Funktionen, das ist ja dann schon so ein kleiner, wie soll man sagen, Konflikt, den wir da haben, oder täusche ich mich? Ja, das ist ein Zielkonflikt, einer der üblichen Zielkonflikte, die wir haben. Ich meine jetzt aber nicht irgendwie, wenn wir sagen, wir setzen da noch ein paar Bäume rein. Also die Bäume müssen ja nicht grundsätzlich so dicht sein. Irgendwie, auf alle Fälle ist die Randbebauung natürlich irgendwie behindert, genau diesen Luftaustausch. Also die Randbebauung ist da
kritisch. Jetzt kann man höchstens sagen, der Zielkonflikt ist dann irgendwie der Versuch, vielleicht die Verlärmung zu reduzieren. Kann man auch anders machen. Auf alle Fälle ist das natürlich völlig klar, dass irgendwie wir so ein Kaltluftentstehungsgebiet haben, irgendwie was einfach nicht versiegelt ist und dadurch, dass wir halt sehr viel hohe Windgeschwindigkeiten auf so einer Fläche haben, wird die natürlich reduziert in dem Moment, wo man einfach mehr Baufläche schafft. Völlig klar. Ja, nicht nur die Baufläche, auch durch das die Wasserfläche. Wenn wir jetzt die Temperatur nicht mehr ganz so haben, in der Spitze den Temperaturunterschied, werden natürlich die Winde auch nicht mehr so stark entstehen, dass dieser Ausgleich entsteht. Und dadurch werden wir auch jetzt im Umfeld, wenn wir das angucken am Tempelhofer Damm, wir haben im südlichen Bereich des Tempelhofer Damms, jenseits der S-Bahn, haben wir ganz erhebliche Schadstoffwerte von den Emissionen der Fahrzeuge, auch was von der Autobahn kommt, wenn Wind dort durchzieht. Wir haben hier auch bei uns am Tempelhofer Damm Probleme mit. Und die Tempelprojekt GmbH als Planer, die argumentieren ja auch damit, dass durch die Randbebauung für uns ein Vorteil dadurch entstünde, dass der Smog, der genau auf dem Tempelhofer Damm entsteht, nicht mehr direkt auf die Häuser aufgedrückt werden würde. Ja, das ist eine tolle Argumentation, die ich gerne nachher noch mit weiter besprechen würde. Aber Wind ist, glaube ich, noch mehr ein Thema als die Temperaturen, die wir hier im direkten Umfeld haben. Weil das noch mehr Einfluss hat. Das hat Einfluss auf Lärm, das hat Einfluss auf tatsächlich Schadstoffbelastung, wie das Empfinden ist. Und auch mit natürlich auf die über die Temperatureffekte natürlich. Aber erstmal sollten wir vielleicht zurückkommen auf. Vielleicht können wir zwei Mikros machen. Kriege ich eins? Das kannst du anmachen. Rolf Peinertmann, aber ich bin Kleingärtner und unkundiger, was Klimamodellierung angeht. Komme aber aus einem Feld, wo im Analogieverfahren ein paar Kenntnisse mitbringen. Und ich habe ein paar Folien zurechtgelegt. Die etliche von den Fragen, die jetzt schon aufgetreten sind, hier ansprechen. Und was ich toll fände, wenn wir Sie, Herr Schmidt, vielleicht spontan auch kommentieren könnten da zu den Fragen. Die sind teilweise vielleicht falsch, aber Sie kommen halt, fangen an und zoomen einmal richtig rein in das Gutachten, dieses klimaökologische Gutachten, das von der Firma GWT Umweltgesundheit gemacht worden ist. Und aus meiner Sicht kommen da Fragen auf, die so die Aussagekraft von solchen Sachen auch möglicherweise ein bisschen in Frage stellen und auch die Konsequenzen dessen, was aus der Modellierung kommt, für die Umwelt umliegende Bezirke beleuchten können. Also zunächst mal, ich komme vom Verständnis her, Herr Schmidt, dass das die Grundlage für die Validierung von numerischen Modellen Messdaten sind, die muss man haben. Und ich weiß schlicht nicht, wie die Datenbasis ist vom Tempelhofer Feld. Ist die so handwerklich solide, so synoptisch genommen und von der Raumzeitverteilung her so, dass man die Ergebnisse von den Modellläufen validieren kann mit Ground-Truth-Daten? Also die Modelle sind immer schwierig. Das sind Modelle. Die Messdaten, es gibt Messdaten. Wir haben ein hervorragendes Umweltinformationssystem in Berlin. Das finde ich ziemlich gut. Und das basiert auch auf den Arbeiten von Robert, kann man sagen, grundsätzlich. Mit diesen Messdaten kann man ganz gut arbeiten. Wenn man jetzt modelliert, was man als Veränderung hat in irgendeinem Szenario, bei einer Blockrandbebauung oder so, das ist schon deutlich schwieriger. Das ist deutlich schwieriger irgendwie von Aussagekraft, irgendwie Ventilationsverhältnisse. Ich bin eigentlich auch eher ein Anhänger von, sagen wir mal, den Messungen, die beispielsweise ich selber gemacht habe. Ich bin eher ein Anhänger von Messungen. Und wenn ich Messungen mache, dann sehe ich eigentlich sofort, okay, wir haben hier eine Grünfläche gehabt, da kommt jetzt ein Haus drauf und ich verändere damit irgendwie die Gesamtenergiebilanz, dadurch, dass wir irgendwie die Wasserbilanz verändern. Und damit kann ich Ihnen ganz genau ausrechnen, okay, ein Kubikmeter weniger Verdunstung sind pro Jahr 700 Kilowattstunden. An sensibler Wärme, die sie dann einfach erzeugen. Und das sind für mich eigentlich so, sagen wir mal, plausiblere Dinge, die eigentlich ausreichen, um daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten. Also es geht um jeden Quadratmeter praktisch. Es geht um jeden Kubikmeter, es geht um jeden Quadratmeter. Und daraus kann man dann eigentlich auch schon die Handlungen ableiten, die wir brauchen. Okay, also dieses Fitna-Modell wird einem ja als Arbeitspferd verkauft, nicht? Das so häufigst eingesetzt wird von dieser Firma, die ja beauftragt worden ist, das Gutachten zu machen. Zumindest die läuft damit ganz heftig durch die Landschaft und setzt es überall quasi ein.
Und für mich hat sich die Frage schlicht und ergreifend gestellt, wie das mit der Datengrundlage ist, die ja dann für die jeweiligen Einsatzorte des Modells auch durchdekliniert sein muss. Das ist aber nur ein Aspekt dabei, der vielleicht gar nicht so richtig wichtig ist dabei. Ich habe mich in der Tat dann auch mit so etwas Wasserbecken und die Kaltluftproduktion da mal reingekniet und versucht so reinzuknien und bin vom Vorverständnis ausgegangen, dass Wasserkörper halt eine andere Wärmekapazität und auch Wärmeaustauscheigenschaften haben als eben betonierte Flächen oder auch Wiesenflächen. Das haben Sie jetzt ja gesagt, dass Wiesenflächen durchaus sogar noch mehr verdunsten können als Wasserflächen, auch durch die Sachen, die Sie dargelegt haben. So, für mich, ich komme aus der Ozeanografie und weiß immer, wenn ich am Strand stehe, dann hat der Tagesgang der Temperatur im Meer, Wasser, des geringer als der Tagesgang der Temperatur an Land. So, dasselbe habe ich jetzt erstmal versucht, mir hier vorzustellen und bin erfreut gewesen zu sehen, dass auch auf der Basis der Modellierung links unten die Bodener Lufttemperatur um 14 Uhr, nämlich dann, wenn es der heißeste Punkt ist sozusagen, sich als blau, sprich kühler darstellt. Und habe dann aber mich gewundert, königlich gräflich, warum dann, wenn der Tagesgang der Temperatur die Amplitude geringer ist von der Wasserfläche, warum sich die Wasserfläche dann im Kaltluftproduktionszeitpunkt, wenn ich um 4 Uhr nachts nicht abbilde. Haben Sie da eine Antwort drauf oder schludert das Modell hier? Das ist doch Quatsch, oder? Liege ich da völlig falsch? Also nachts ist die Wasserfläche natürlich schon auch wärmer. Das zeigt sich hier aber nicht, ne? Rechts. Das sieht jetzt irgendwie nicht so richtig aus. Ja. Nee, das sieht gar nicht so. Die Wasserfläche ist genauso blau in Anführungsstrichen wie die umgebende Wiesenfläche. Ja. Also ich muss mir vorstellen, eigentlich Vegetation hat immer nachts die geringsten Temperaturen, weil sie haben keine Wärmekapazität. Und vor allen Dingen gibt es Austauschverhältnisse mit der Atmosphäre. Also das wisst man auch, wenn man nachts rausgeht oder an der Oberfläche einer Autoscheibe, da bildet sich mal Kondensation, weil hier die atmosphärische Gegenstrahlung, die Atmosphäre hat minus 50 Grad, dann strahlt natürlich die Oberfläche, macht die kalt. Und wenn Sie eine Wasserfläche haben, wird die natürlich nicht so ab wie ein Blatt, weil da ist einfach nichts drauf. Auf dem Blatt kriegen Sie Kondensation, auf einer Wasserfläche, die ist einfach wärmer und auf einer Betonfläche halt eben auch keine Kondensation. Und also insofern, ich kann jetzt aber auch nicht genau sagen, weil ich gehe schon mal davon aus, dass Sie irgendwie das beste Klimamodell auch in der Modellierung genommen haben, was zur Verfügung steht. Ich halte davon trotzdem nicht immer so viel. Die Verdunstung kann trotzdem von der Wasserfläche größer sein als von der Grünfläche, wenn die Grünfläche kein Wasser mehr zur Verfügung hat. Das ist schon, das muss man ganz klar so konstatieren. Aber es geht ja hier um Einzugsgebiet. Und ja, richtig. Also für mich ist die Frage, ob das ein Grund ist, anzunehmen, ob die Modellergebnisse überhaupt anzuzweifeln oder ob das im Rahmen von Grundschleife beispielsweise sein kann. Also die Tempelhof-Projekt GmbH konnte mir auf diese Frage keine Antwort geben, hat auf die Gutachten erstellenden Geonet-Mitarbeiter verwiesen, zu dem wir aber noch keinen Kontakt haben. Der ist aber avisiert, den kriegen wir vielleicht. Ich kann die auch mal anrufen, weil die sind Projektpartner noch bei uns und wir wollen ihre Modelle versuchen zu verbessern, indem wir diese Vernutzungsaspekte mal richtig einbasteln. Das ist aber was die hier angeben, ist ja, das Feld verdunstet tagsüber nicht. Das Feld verdunstet tagsüber nicht, aber dieser See, der verdunstet tagsüber. Das wäre das Positive, das wäre das Highlight. Was Marco Schmidt nicht weiß, Sie haben diesen See als Ausgleichsmaßnahme drin und die wird sechsfach besser bewertet als der Eingriff. Ja, das ist natürlich Quatsch irgendwie. Ja. Also ein See verdunstet jetzt nicht sechsfach, das ist Blödsinn. Nein, das ist das Gleiche. Ja, aber es in der Auhagen-Bewertung, ja. Punktezahl. Ja, das macht keinen Sinn. Sorry. Also Sie tauschen ja auch, da war ja früher auch Grundfläche, ne? Wie, also in so 1. Oder? Kaltluftentstehung, das war die Highlight.